Moin Moin und hallo. Heute soll es mal um Multitasking an unserem iPad gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, multitaskingfähig unterwegs zu sein am iPad. Dafür braucht ihr nicht weitere iPads, die daneben stehen, obwohl das eine sehr coole Multitaskingfähigkeit ist, die die Apple-Geräte hier mit sich bringen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf dem linken iPad irgendetwas ausschneide, kann ich es auf der anderen Seite einfügen. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature. Lass uns mal etwas ausschneiden. Das heißt hier, ich werde einfach eine neue Notiz erstellen und dort schreibe ich jetzt Hallo. So, jetzt werde ich das ausschneiden, indem ich es kopiere und kann es dann hier auf diesem iPad einfügen. So, machen wir mal hier zum Beispiel eine neue Notiz mit Steuerung. Also wir können es jetzt einfügen, indem wir die Einsetzungssache übernehmen. Schon ist das Hallo nach da drüben transportiert. Das geht natürlich mit vielen weiteren anderen Sachen genauso, auch mit Dateien. Sehr cooles Multitasking-Fähigkeit zwischen iPads, die dem gleichen Apple-ID angehören. Aber es geht natürlich noch mehr. Nicht jeder hat ja einen Haufen iPads zu Hause rumfliegen, ne? Die sind ja nicht gerade billig, ne? Das heißt, wenn wir jetzt Multitasking unterwegs sein wollen, können wir im Aus-Modus, sage ich jetzt mal, wir nehmen eine Gestensteuerung vor, wir gehen mal in den Hintergrund, sehen, dass hier mehrere Apps offen sind. Und jetzt wollen wir zum Beispiel in der Foto-App eine weitere App an die Seite setzen oder sie multitaskingmäßig nehmen. Dann können wir das Dock ausfahren und jetzt eine andere App zum Beispiel rüberholen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die irgendwo einsetzen können. Nee, geht nicht. So, das heißt, wir wissen jetzt, an unserem Gerät ist das Multitasking noch nicht aktiviert. Wie machen wir das? Weil es zum Beispiel, es ist standardisiert aktiviert, wenn ihr das Gerät installiert, aber es kann ja sein, dass es mal aus ist. Wir gehen auf Einstellungen und dort gibt es einen Reiter Multitasking und Gesten. Und dort haben wir momentan zu sehen, wir haben das Multitasking-Emblem aus. Oh, komisch, ne? Wir verwenden aber Multitasking, um gleichzeitig mit mehr als einer App zu arbeiten, zu interagieren. Wir aktivieren Multitasking, indem wir entweder Split View and Site Over oder Stage Manager auswählen. Fangen wir erstmal an mit dem, was ich im Prinzip am meisten benutze. Das ist Split View und Slide Over. Alles klar, ist jetzt aktiviert. So, wir gehen raus und jetzt können wir das mal ausprobieren. Okay, lass uns mal schauen, was wir damit so anstellen können. Als Beispiel, es ist jetzt nur ein Beispiel, man kann es vielfältig anwenden, ist, wir gehen hin und haben hier zum Beispiel jetzt eine App geöffnet, die ich hier schon im Hintergrund hier aufhabe, zum Beispiel Foto-App. Jetzt möchte ich gerne noch eine weitere App hinzufügen. Das heißt, ich gehe jetzt hin, dock mir unten mein Dock aus und pack mir dann eine andere App mit dazu, indem ich die einfach per Drag and Drop hole und dann seht ihr, was passiert. Wenn ich die halte, kann ich die an die Seiten packen, rechts oder links. Zack. Und nun gibt es hier die Möglichkeit, mit zwei Bildschirmen gleichzeitig zu arbeiten. Ich kann hier mich drüber navigieren, ich kann aber auch hier drüber navigieren. Ich kann auch Dateien austauschen zwischen den beiden Orten, wenn das sein muss oder unterstützt wird. Ich kann auch das einfach wieder rauswirbeln. Und ich kann es mir auch wieder reinholen. Ne? Also wenn die zum Beispiel hier noch offen ist, die App, sagen wir jetzt mal, Notiz-App ist da immer sehr sinnvoll. So, ich hole mir die Notiz-App, packe die an die Seite, da ist unser Hallo. Jetzt schmeiße ich die wieder raus. Jetzt kann ich die mir aber auch später, wenn sie noch geöffnet sein sollte, wieder holen, indem ich sie mir zum Beispiel auch da drüber setze. Weil jetzt gerade habe ich sie über die Seite gesetzt. Das heißt, hier im Hintergrund, seht ihr, ist meine App Foto. Und darüber gesetzt ist jetzt hier diese App, die jetzt frei im Raum verfügbar ist und dort nutzbar ist. Die kann ich sogar aus dem Bereich des Sehens wegmachen, aber sie dann wieder hier reinholen. Cool, oder? Das sind so die Grundfunktionen, die wir im normalen System haben. Wir gehen nochmal auf Einstellungen und jetzt werden wir Stage Manager anmachen. Der Stage Manager ist ein bisschen noch multitaskingfähiger unterwegs. Das bedeutet, wenn wir jetzt hingehen, sehen wir, dass, wenn ich den Stage Manager angemacht habe, ich mache nochmal aus, ist das hier unten weg. Habt ihr das gerade gesehen? Das jetzt rechts gucken. So. Und jetzt kann ich daran ziehen und die Größe
verändert, des Stage Managers, beziehungsweise dieses Folders oder dieser App, die ich gerade nutze. Das heißt, ich kann mir dann andere Apps holen, auch sogar hier die Kamera-App, die dann auch geöffnet sein kann und arbeiten kann. Ne? Die kann arbeiten und die kann im Hintergrund laufen, beziehungsweise in der Größe verändert werden. Ich kann sie größer machen, ich kann sie kleiner machen. Oh, cool. Und ich kann das sogar über mehrere Ebenen überwalten. Das heißt, ich mache jetzt mal aus, gehe wieder auf den Homescreen und baue mir jetzt was Neues zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt mal machen Fotos auf. Guck mal, der ist ganz klein. Den kann ich größer machen, kleiner machen. Cool. Dann hole ich mir noch was anderes dazu. Hier, zack, holen wir uns noch zum Beispiel den Browser dazu. Den können wir dann auch noch variieren in der Größe, in der Höhe, in der Breite. Und so können wir uns viele Sachen übereinander schneiden und übereinander pappen. Sehr sinnvoll. Jetzt holen wir uns noch eine Notiz dazu. Batsch, die kommt hier ganz in die fette Mitte. Auch wieder kleiner machen. Und jetzt können wir diese so aufteilen, wie wir das wollen. Und wir können jederzeit zwischen diesen Bereichen auch hin und her uns bewegen und diese mit diesen interagieren. Also man kann sie einfach anfassen und übereinander stapeln. Das ist Stage Manager. Und wenn ich jetzt hier Stapel des Stages gemacht habe, das heißt, wir hatten vorhin hier Einstellungen und Kamera zusammen. Hier haben wir jetzt Notizen, Fotos und Safari als Beispiel zusammen. Könnten wir jetzt hingehen und hier ist einer alleine. So, das ist ein alleiniger. Zack, jetzt gehen wir mal rüber. Und hier haben wir die Haufen schon. Das heißt, wir gehen mal in den ersten Haufen zurück. Hier ist der State Manager aktiv mit unseren Einstellungen und die Kamera ist sogar an. Okay, gehen wir hier rüber zu dem Haufen zurück. Zack, jetzt sind wir bei diesem Setup. So kann man sich also an einem iPad mehrere Setups bauen, die euren Workflow verbessern, das heißt also, die eure Arbeitsfähigkeit verbessern und dort natürlich ein effizienteres Arbeiten mit sich bringen. Wir können auch demzufolge dann mehrere Systeme an Arbeitshintergründen uns zusammenbauen und diese dann ganz einfach nutzbar machen. Okay, das ist also nur ein kleiner, und dann können wir natürlich auch noch in der Mitte hingehen, bei den drei Pünktchen, Vollbildmodus ein, weiteres Fenster hinzufügen oder minimieren oder schließen. Das heißt, wenn wir noch ein weiteres Fenster hinzufügen wollen, hier holen wir uns noch Pages ran, war ja vorhin alleine, jetzt ist sie mit dem Team. Ne? So einfach könnt ihr das also auch dann sortiertechnisch dort zusammen babbeln. Und ihr könnt natürlich dann auch wieder die anderen in den Vordergrund holen und Pages ist dann so thront im Hintergrund. Cool, oder? Echt cool. Sehr schön ist das. So, dann geht es arbeitsintensiver für euch an den Start. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.